Willkommen zurück, mein Lieben, bei einer neuen Folge Elden Ring. Wir sind hier wieder zurück bei der Ächtung der rasenden Flamme. Und ich kann nicht kämpfen hier. Ha. Okay, ich habe das Gefühl, hier kann man irgendwas tun. Aber wahrscheinlich fehlt uns irgendwas. Vielleicht muss ich mir so einen Stein reinballern. Ich meine, wir können es mal probieren. Ich glaube zwar nicht, dass das Sinn und Zweck der Geschichte ist. Ich kann die nicht mal nutzen. Warum nicht? Warum kann ich Dinge nicht nutzen? Muss ich sie wirklich erst... Ach, die blöde Qualle braucht auch kein Mensch. Muss ich sie ausrüsten? Ah, wahrscheinlich kann ich sie nicht nutzen, weil wir in diesem Gebiet hier nichts nutzen können. Wir können auch nicht hauen. Das ist eine No-Combat-Zone. Erst ab hier können wir wieder hauen. Ha. Interessant, warum ist das hier eine No-Combat-Zone? Gibt es hier einen NPC, den wir nicht... Normalerweise deutet das darauf hin, dass es einen NPC gibt, den man nicht töten darf. Aber ich sehe hier niemanden. Wir können ja auch nicht mit Melinda sprechen, oder? Nee. Habe ich irgendwas übersehen hier? Ha. Hat's was mit den Wurzelklippen hier zu tun? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir hatten da keine offenen Punkte mehr. Okay, ich bin gerade ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Lass uns nochmal hier hochbauen und mit Melinda reden. Vielleicht, weil hier konnte man das, ich könnte noch mal runtergehen, aber ich glaube, das würde ich dann eher offscreen machen, beziehungsweise ich würde auf eure Kommentare warten, ob da irgendwie was, ob man da überhaupt schon was machen kann, weil wenn nicht, es kann durchaus sein, dass wir erstmal im Spiel noch weitermachen müssen und wir erst später irgendwie was machen können. Von dem her gehen wir wieder zurück in unser Lieblingsgebiet, die gefrorene Tundra der Hölle. Ist ein bisschen doof, dass wir spawnen hier ganz unten. Okay, da kann man auf jeden Fall runterspringen. Aber das ist nicht etwas, was wir jetzt uns anschauen müssen. So, da sind wir wieder. Dann sind da oben ja noch diese Ruinen. Plus der große Typ, den wir gesehen haben. Der da. Das ist einfach nur ein Riese. Okay, sieht an. Sieht aus, als wäre das einfach nur ein Riese. Oh. Shoot, das ist eine dumme Ratte. Okay, 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 okay. Hier haben wir wieder mit dieser rasenden Flamme zu tun. Okay, was tust du? Ich glaube, hinter ihm bleiben ist nicht so schlecht. Rollt er da wieder weg.
Okay. Und weg ist er. 7800. Fantastisch. So, die Ruinen. Was? Oh! Ich hab dich gar nicht gesehen. Was gibt's hier Schönes in den Ruinen? Außer tollwütige Ratten. Wow! Und große tollwütige Ratten. Autsch. Und tschüss. 2000 gibt die Ratte. Nicht schlecht. So, was gibt's hier sonst noch? Bestimmt irgendwo vielleicht Höhleneingang. Hier oben gibt es noch mehr Ruine. Auge von Yellok. Macht Sinn, denn die heißen die Ruinen von Yellok. War Yellok irgendeiner, der was mit diesem Wahnsinnszeug zu tun hat? Oh shoot. Wir haben noch Ratten am Start. Okay, Freundchen. Können wir uns jetzt um dich kümmern? So, bleib hier. Jetzt rollt er da wieder rüber. Wo ist er? Da. Okay, den werden wir platt. Dann haben wir den Kollegen hier. Okay, die können alle Wahnsinn machen. Gut zu wissen. Es geht aber auch relativ schnell wieder runter. Ist nicht so wild. So. Können wir uns in Ruhe umsehen jetzt. Oh, da war noch... Gut, eine Rova-Frucht ist nicht so wild. Ah, in der Regel sind doch immer hier die am höchst gelegenen Gebäude, die... Wichtig, ich höre da irgendwas. Ach, das bist du. Rova-Früchte, gelbe Glut. Okay, das ist wieder ein Riese. Wie zur Hölle komme ich hier rein? So, okay. Gut, und hier haben wir einen Dungeon. Oder vielleicht wird es nur ein Bosskampf sein. Oder einfach eine Truhe. Unerträgliche Raserei, das ist auch eine Zauberei. Finde ich hier unten irgendwas. Lässt die heftige gelbe rasende Flamme aus euren Augen schießen, braucht 31 Glaube. Eine Anrufung der unerträglichen drei Finger. Lässt die gelbe rasende Flamme aus den Augen des Zaubernden schießen, halten, um die Flamme weiter zu kanalisieren. Diese Anrufung kann in Bewegung gewirkt werden. Dies ist die Verkörperung der unerträglichen Schmerzen und nicht enden wollenden Tränenströme, unter denen die Opfer der rasenden Flamme leiden. Okay, gut. Nicht unbedingt was für uns, aber hey, haben oder nicht haben. So, dann, ich glaube, das war der Hauptpoint of Interest. Hier in diesen Ruinen. Wo war der Riese? Jetzt wird es wieder so ein bisschen bewölkter und man sieht weniger, habe ich das Gefühl. Da ist noch ein Riese. Ich weiß nicht, ob ich... Das Problem ist, ich will da unten hin und ich habe das Gefühl, wenn ich da hingehe, dann pulle ich den Riesen automatisch.
Okay. Shoot. Okay, jetzt rastet ihr hier ein bisschen aus. Au. Eine weniger. Okay, die Ruinen gehen hier noch ein bisschen weiter. Gucken wir mal, ob wir noch mehr finden. Aber ich will jetzt nicht mich nicht zu lange hier aufhalten. Da ist ein weiterer Riese. Oh. Die geben auch ein Tausender. Hier kann man super Runen farmen, für die, die es wollen. Mehr Augen, gelbe Glut. Wo kommt ihr alle her? So, ich vermute mal, das war's hier. Oh. Ihr seid hier hochgekommen irgendwie. Autsch. Weiß ich, will ich den Riesen noch wegmachen? Oh, das sind zwei Stück. Nee, machen wir lieber nicht. Okay, hier ist auch noch ein Fluss. Das hier ist... Ich vermute mal, hier ist nichts, aber... Wer weiß das schon so genau? Ich muss dann irgendwann einfach nochmal ein bisschen durchreiten. Zu sehen, was wir übersehen haben. Irgendwas war auch mit diesen Geisterriesen noch. Ich habe das Gefühl... Es gibt irgendjemanden, der die beschwört oder sowas in der Art. Hier ist noch einer. Ansonsten ist hier aber eigentlich ein Dead End. So, dann gucken wir uns hier oben ein bisschen um. Moskitos. Ah, ich hasse die Viecher. Das sieht nach einem Bär aus. Ich will ihn eigentlich nicht unbedingt pullen. Er liegt so friedlich da gerade. Lassen wir ihn. Eieiei. Okay, hier gibt es, glaube ich, sonst nichts. Ist auch nur ein kleiner Bär. Warum wurde ich vom Pferd abgemountet? Das war keine Absicht. Oh, okay, das erklärt's. Invasion durch Blutadliger. Wo ist er? Da ist er. Hi. Hör auf zu rollen hier. Ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass er sich heilen kann. Oh, wow. Bleib mal geschmeidig. Du bist leer. Und weg ist er. Blutadliger ist tot. Dann haben wir Kapuze des Blutadligen, Robe, bla bla bla, den ganzen Rest.
Kapuze wird wahrscheinlich hier eher oben sein. Hier. Eine schwarze Stoffkapuze mit Goldstickerei stammt von einem der Adligen, die dem Fürsten des Blutes dienen. Diese Assassinen schlagen bevorzugt aus Blutlachen zu und verbreiten als Missionare die Lehren des verfluchten Blutes. Okay. Ich weiß nicht, warum der genau hier kommt, weil hier gibt es eigentlich sonst nicht so wirklich Blutenzeug. Aber gut, haben wir den besiegt. Da hinten ist wieder ein Bär. Der ist ein bisschen größer. Da oben ist wahrscheinlich irgendwelchen Loot. Okay, ich guck mal, ob ich aus... Oh, scheiße, da ist noch einer. Gibt hier viele, ne? Ist irgend so ein blöder Köter. Wir haben noch keine Gnade gefunden, abgesehen von denen in den Dungeons. Okay, da kratzt der. Sehr gut, ich will hier nach vorne gehen, um zu gucken, ob da was ist. Ja, ein bisschen Loot. Eine Heldenrune 2. Da unten ist auch ein Teleporter. Okay. Hier unten ist ein Teleporter. Nun gut. Ach, blöde Schleime. Hält auch viel aus. Wo führen wir hin? Unbedingt kurz abchecken, wo das hingeht. Ansonsten... Aha. In irgendeine Höhle, wo es stockdunkel ist. Wo sind wir? Wir sind unterirdisch. Unterhalb von Kaelid. Ach, fantastisch. Man... Wow. Morgwin Palast. Wow. Sieht richtig geil aus. Das sieht richtig geil aus. Okay, das Ziel ist, eine Gnade zu finden. Ich sehe da unten, glaube ich, eine. Und dann machen wir uns wieder aus dem Staub. Ich will jetzt nicht unbedingt ein neues Gebiet anfangen. Okay, hier ist überall Blut. Da ist die Gnade. Okay, ich will einfach gucken, dass ich den ganzen Loot mitnehme, der auf dem Weg ist, der sonst nicht erreichbar ist. Weil ich will nicht nochmal durch den... Teleporter müssen. So, sehr schön. Ich vermute mal, hierfür gibt es noch eine Karte. Weil wir sind irgendwo. Wie heißt die Gnade? Palastallee. Okay, hier gibt es wohl viel Blutenzeug. Das ist selbst die Wände sind mit Blut beschmiert. Gut, nichtsdestotrotz. Gehen wir wieder zurück. Der Teleporter war hier ungefähr. Aber der muss uns momentan jetzt nicht weiter stören. Das Problem ist, wir haben keine wirkliche Gnade gefunden. Aber es sollte nicht so lange dauern, wenn ich einfach mit dem Pferd wieder durchreite. Vorausgesetzt, wir sterben nicht. Die ganzen Riesen leben wieder. So, auf geht's. Mein treues Sturmwindross. Sieht irgendwie mehr aus wie ein Ochse als wie ein Pferd. Aber egal. So, das sind die Ruinen. Da können wir jetzt ein bisschen Bogen drum machen. Da waren die beiden.
Ja, was ist mit euch los eigentlich? Was ist mit euch los? Hier müsste eigentlich schon was ein Drachen-Bossfight kommen. So offen wie das ist. Okay, ja, ich denke mal, wir reiten hier mehr oder weniger durch. Es kann gut sein, dass wir ein bisschen was übersehen. Aber ich hoffe, dass wir zumindest das wichtige Zeug finden. Ich frage mich immer noch, warum hier alles voll mit Rosenblättern ist oder Rova-Blättern, irgend sowas in der Richtung. So, was haben wir hier? Oh, das ist ein Mausoleum. Scheiße. Ich habe ein dummes Gefühl. Es kommt nicht bis zu uns, augenscheinlich. Aber es laggt. Es sieht schön aus, aber es laggt. Es laggt halt einfach. Oh, das ist ein Bär. Dann haben wir hier noch eine kleine goldene Rune. Okay, was ist hier unten? Wölfe. Ah ne, ist ein Schaf. Ha. Okay, kann man unten durch? Die Frage ist, ob das irgendwas bringt. Ich glaube nicht. Gehen wir wieder zurück. Hallo, Schäfchen. Vielleicht ist es auch eine Ziege. Nee, ich glaube, es sind Schafe. Ja, hier ist wieder der Abgrund. Zumindest sieht man jetzt hier einigermaßen was. Ich habe befürchtet, dass es schlimmer ist, ehrlich gesagt. Ich habe das Schlimmste erwartet, als wir hier hingegangen sind. Das hier wäre doch ein idealer Punkt für eine scheinbare Wand. Aber nein. So, dann war hier vorne eine Patrouille oder sowas. Das ist ein Ritter. Ich habe das Gefühl, jetzt sind wir in Range. Okay. Ich weiß nicht, ob das die Typen großartig juckt. Wir sollten an das Mausoleum ran. Ich hoffe, dass wenn wir das runterbringen, dass die Zauberei dann aufhört. Autsch. Das hat viel Schaden gemacht. Was laggt? Es laggt. Und zwar nicht so knapp. Okay, gehen wir mal hier rüber. Zum Glück sind die Ritter gerade nicht in der Nähe. Okay, lass das sein. Na? Wie viel brauchst du noch? Sollte langsam aber sicher doch mal umkippen. Okay. Es steht immer noch. Will noch nicht umfallen. Aber hier unten wären wir zumindest nicht getroffen. What? Ein One-Shot? Oh, wie fies.
Okay, wir haben einen Marika-Pfahl. Yay. Okay, die Frage ist, wo war das nochmal? Okay, da vorne. Ich will das weg haben, weil wir können, solange das hier das Zeug rumspuckt, nicht so wirklich daran. Meine Güte. War ich lucky beim ersten Mal, dass wir da so einfach angekommen sind? Oder hatte ich jetzt einfach einen dummen Weg vielleicht eingeschlagen oder so? Dieses Mausoleum ist garstig. Okay, nicht getroffen bisher. Na komm. Problem ist, wahrscheinlich sind die ganzen... Müssen wir alles wieder von vorne machen. Okay, gucken, dass wir nicht zertrampelt werden. Da. Weg mit dem Zeug. Ich nehme an, es respawnt. Ich bin mir nicht sicher. Okay, gut. Jetzt, da ich weiß, dass ich ein One-Shot sein kann, bin ich ein bisschen vorsichtiger. Au. So, nimm das noch. Mach einen Schritt nach vorne. Das war fies. Puh. Okay, ich glaube, es stürzt ein. Klar, wir haben es. Und die Zauberscheiße hat tatsächlich aufgehört. Yay! Wir haben zwar 40.000 Runen verloren, aber was soll's? Ist eh nur ein halbes Level. Und hier kann man wieder Kriegsarsche duplizieren und Echos oder sowas. Ja, genau. Hier können wir Echos duplizieren. Schöne Sache. Was ist das? Au. Oh. Hier waren wir noch gar nicht. Verfallene Ruinen der Abtrünnigen. Eine Gnade. Yay. Unsere erste. Hier. Silberner Spiegelschirm. Was soll es das? Ach, das war ein Schild. Mittlerer Schild. Ein prächtiger, mit Bernstein verzierter Silberschild. Er gehört Loretta, Ritterin des Harlichbaums. Es heißt, seine Form sei ein heiliger Tautropfen nachempfunden. Aus dieser Beobachtung erwuchs das absurde Gerücht, Loretta sei eine Albinaurik. Von den Albinauriks haben wir auch schon länger nichts mehr gehört. Die waren einmal in... Warte mal. Was war das? Latenna herbeirufen. Oh. Wer ist Latenna? O young yet towering sister of ours, let the birthing droplet in and create life for us. Die ist riesig.
for all the Albinorix. Okay, können wir mit dir reden? Thank you. I finally fulfilled my purpose. Uraltler Dunkel Drachendunkelschmiedestein. Our young yet towering sister will give us hope. Now that nothing is left unfinished, I will join you in battle to the bitter end. And when the fighting is done, then you may lay me to rest. Beside Lobo, my dear wolf. Oh! Das ist das nicht, die ich hier irgendwo... Nein, warte mal, nicht die Katakomben des Wegesendes, oder? Ich meine, wir sind irgendwie hier durchgekommen. Auf diese Seite. Oder was hier? Hütte der des schlummernden Wolfs. Genau, hier sind wir, waren wir durchgekommen. Und da war, glaube ich, die Frau. Vielleicht hat das damit zu tun gehabt. Okay, gut. Die ist riesig. Gehört die auch zu den Albinarix? Wahrscheinlich dann. Oder war das vielleicht... War das sie selbst? Nein, ich glaube nicht. Weil die war ja noch im Leben, als sie sie angetroffen haben. So. Unu. Was ist eigentlich mit dem gefrorenen Fluss? Führt der irgendwo hin? Runde 12? Ich denke, wir sind jetzt auf dem gefrorenen Fluss. Ja. Das ist das Ende. Was kann man hier sammeln? Ah, Schmetterlinge. Ja, da wollen wir jetzt natürlich nicht runterfliegen. Das sind wieder diese Land-Oktopus-Viecher. Okay, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, dem Pfad entlang zu gehen. Hier ist was Größeres. Ist jetzt die Frage, ob wir den Teil hier wirklich gut genug erkundigt haben. Ich habe das Gefühl, wir sind so halbwegs gut durchgekommen, haben einiges gefunden. Aber haben bestimmt auch Sachen übersehen, würde ich erstmal schätzen. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht wirklich, jetzt da nochmal eine Episode durchzugehen. Deswegen würde ich sagen, wir schauen eher nach vorne. Und gucken uns an, was wir hier noch so alles finden können. Da ist wieder so eine Patrouille. Die sind irgendwie immer in der Nähe des Mausoleums. So, lass das. Kommt irgendwelche Verstärkung? Nein? Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Break. Und ich denke mal, dann gucken wir uns eher mal diese Seite an. Und hier müssen wir dann auch irgendwann mal noch hin. Aber ja, für den Moment bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.